Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar, es möchte doch fast jeder eigentlich eine kleine Ministadt haben aus Klemmbaustein. Da kann sich jetzt aber nicht jeder die großen Gebäude, die großen Modular Buildings leisten, das große Straßensystem leisten. Und da hat man auch manchmal nicht den Platz dafür. Ich meine, da ist ein Meter, ist da gar nicht bei diesen Modular Buildings. Und deshalb zeige ich euch ja hier gerne mal auch die Mini-Modular Buildings, die ich aus China importiere. Also nicht in großen Mengen, sondern für mich privat. Die kann aber auch jeder aus China importieren. Und da habe ich euch jetzt zum Beispiel schon mal den Hotdog-Stand gezeigt. Ich hoffe, ihr habt das Video dazu schon gesehen. Und dann hatte ich euch ja noch für die Stadterweiterung von Zluban den Hotdog-Stand gezeigt, den man auch auf Amazon kaufen kann. Und damit die Stadt größer wird und man natürlich noch mehr essen kann, habe ich hier dieses Mal ein Pizzaladen. Das ist die Nummer 6019. Die möchte ich jetzt auch mal für euch aufbauen, euch zeigen. Hier sind die Teile dazu. Jeder, der vom Hotdog-Stand das Video gesehen hat, weiß schon ungefähr, wie das abläuft. Kennt auch schon die Anleitung. Die ist eben fast wie bei Sluban relativ klein gehalten, so zum Auffalten. Und dann baut man hier nach und nach das Gebäude. Ich würde sagen, ich fange erstmal an zu bauen. Ich werde, denke ich, relativ viel Spaß haben, weil hier sind auch solche Steine dabei, die relativ begehrt sind, wie zum Beispiel die Mauersteine. Ich finde hier auch die Farben entspannter als beim Hotdog-Stand. Hier fand ich die Farben sehr grell. Mal schauen, hier sind die wahrscheinlich entspannter, so wie ich schon mal bei dem ersten Eindruck von den Teilen habe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich baue es auf und zeige euch dann immer zwischendrin, wie weit wir sind. Sag was zur Steinequalität, sag was dazu, ob ich Spaß habe. So, und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 10 und ich muss sagen, die Steinequalität ist wieder echt gut. Bei dem letzten Mal war die auch echt gut. Hier ist sie echt gut. Wir hatten bisher noch keine Fehlteile, wo es ja bei dem Hotdog-Stein so ein paar Probleme gab. Hier alles besser gelöst bisher. Wir haben die untere Etage schon mal grob ausgestaltet. Auch hier haben sie das schöner gelöst, weil bei dem Hotdog-Stand haben wir die Dekoration vorne am Fußweg direkt am Anfang mitgebaut und die ist dann immer mit abgefallen beim Bauen. Hier haben sie quasi draus gelernt und man baut die Dekoration erst am Ende und wir haben hier aber schon mal die Jumbo Plates quasi draufgelegt, damit man am Ende dann dort weiß, wo die Dekoration hingehört und sie da befestigen kann. Auf jeden Fall haben wir hier den Stickerbogen. Wir hatten ja auch schon beim Hotdog-Stand einen Stickerbogen dabei. Ich bin ja generell kein Hater von Stickern, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich mache sie eigentlich fast nie drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich sie hier drauf machen werde, aber ich finde einfach, ob Sticker dabei sind und in welchem Umfang, ist immer der Größe des Preises und der Zielgruppe von dem Set abhängig. Hier bei dem Preis, bei der Größe ist es völlig in Ordnung, wenn Sticker dabei sind. Bei einem großen Set, was man sich ins Regal stellt, was über 100 € kostet, finde ich es eben nicht okay. Wollte ich bloß mal kurz so zusammenfassen, was ich grob jetzt dazu meine, dass hier Sticker dabei sind. Hier finde ich es okay. Ich habe es beim Hotdog-Stand nicht drauf gemacht. Hier mache ich es wahrscheinlich auch nicht drauf. Dann geht das vielleicht auch als normaler Laden schön durch. Das müssen wir dann mal gucken. Hier unten haben wir eben wie so eine kleine Theke angedeutet. Ich finde die Steine hier sehr schön mit den Mauersteinen. Hier hätten sie dann halt auch so eine Maueroptik am besten reingemacht, sonst sieht das ein bisschen doof aus. Die Seite ist aber dann sowieso an dem Hotdog-Stand oder an dem Hotdog-Laden. Und die Seite kann man ja noch ändern und beziehungsweise ich werde die auch ändern. Ich habe nämlich solche Steine sowieso noch auf Lager und baue das hier so, damit es einheitlich in diesem Mauerstein-Look gemacht ist. Hier oben haben wir wie so eine, ah, wie nennt man das? Bei einem Laden, was man so ausziehen kann, damit man dann da Schatten hat. Oder wenn es regnet, da nicht drankommt. Ihr wisst, was ich meine. Das ist dort angedeutet. Ich stehe da gerade auf dem Schlauch, leider vom Namen her. Die Türen sind hier angedeutet. Das hier wie ein großes Fenster, das andere wie eine große Tür. Finde ich sehr hübsch. Und an und für sich bauen wir jetzt die nächste Etage drauf. Das passiert einfach mit solchen Platten hier. Die kommen dann halt hier drauf. Hier kommt dann noch eine Einer Plate drin, also so eine, ach man, wie viele sind das? 3, 6, 8. Einmal Achter Plate kommt dann hier noch hin. Und dann baut man da einfach die nächste Etage drauf, wie man halt hier auch in der Anleitung sieht. Und wir sehen uns dann, wenn die Etage fertig ist, weil dann bauen wir ja wieder die nächste Etage. Dann machen wir noch die Deko ran. Und das sind so die Pläne, was ich euch noch alles zeige. Und dann rede ich nochmal generell darüber, werde es auch nochmal an den Hotdog-Laden anstecken, damit ihr seht, wie das sieht oder wie das aussieht, ob es gut kommt, ob es schlecht kommt. Und wir haben jetzt tatsächlich schon Bauschritt 19 fertig und ich muss sagen, dieses Mini-Modular-Building wird durchaus massiver und auch ein Stückchen größer als das Hotdog-Mini-Modular-Building. Und ich muss sagen, es sieht auch relativ schick aus, wenn man sich das mal so von außen anschaut. Das geht als eine Pizzeria durch. Hier schön mit diesem Balkon mehr oder weniger. Hier die Fenster.
das alte Mauerwerk, die Deko bisher, die dran ist. Es geht wirklich als eine Pizzeria durch, wenn man das natürlich jetzt mal mit Stickern beklebt. Hier auf diese komische gelbe Platte, falls ihr euch fragt, würde im Normalfall dieser Sticker kommen. Dieser. Das ist so angedeutet einfach, als würde da eine Speisekarte stehen für die Pizzeria. Finde ich sehr hübsch gelöst. Das macht bisher sehr viel Spaß. Die Steine passen echt gut ineinander. Keine Probleme beim Bauen. Bisher wieder keine Fehlteile. Da haben sie sich echt verbessert. Die Bautechniken sind ein bisschen durchdachter. Man baut ein bisschen schlauer als vorher. Es hält alles besser. Auch die Inneneinrichtung hält einfach viel, viel besser als beim Mini Modular Building Hotdog Stand. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Kleiner Kritikpunkt ist nur, wenn man hier reinschaut, dass diese Steine quasi immer in diesen einer Strich haben und das hier diese Kühlergrill-Optik mehr oder weniger hat. Auch von außen sind es dieselben Steine. Und das ist halt ein bisschen doof. Also reinschauen darf man nicht, weil es sind von außen dieselben Steine, von innen sehen sie anders aus. Und dann finde ich es ein bisschen doof, dass hier quasi dieses Steinende ja auch nicht diese Optik hat von einer Ziegelwand und deshalb am Ende dort eine glatte Fläche rausstößt. Das geht auch schöner. Da mache ich mir auch noch mal einen Kopf, wie ich das umbaue, bevor ich das dann in meine Mini Modular Building Stadt integriere. Aber ja, was willst du machen? Es ist ein bisschen doof, aber sonst ist es halt ein gutes Modell. Man muss immer Preis-Leistung sehen. Das sind kleine Fehler, die stellen die wahrscheinlich auch noch ab, weil ich meine, sie haben von dem Hotdog-Stand zu diesem neueren Modell auch schon sehr viele Fehler abgestellt. Es sieht schon besser aus, es ist massiver, es ist besser durchdacht von dem Bau her. Also dafür bisher einen Daumen hoch. Ich baue es jetzt auf jeden Fall zu Ende bis Bauschritt 24 und dann sage ich euch nochmal, ob ich es euch empfehlen würde, obwohl das jetzt schon ein bisschen rausgeklungen ist, höchstwahrscheinlich. Und nach 24 Bauschritten sind wir natürlich jetzt auch schon fertig mit dem Mini Modular Building Pizzaladen. Ich habe jetzt mal keine Sticker aufgeklebt. Ich habe mich erstmal dagegen entschieden, weil ich finde es so einfach erstmal ganz cool, ohne eine Marke drauf. Das kann ich später dann immer nochmal machen. Und wenn ich mir selber meinen Restaurant-Sticker erstelle oder sowas, ich finde das jetzt cool und ich muss das nicht unbedingt als Pizzeria nehmen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, der Bau. Hier oben ist natürlich nicht mehr sehr viel passiert. Bis hier oben habt ihr ja auch alles gesehen. Dann haben wir hier noch die Deko vorne aufgefrischt. Mit Deko sieht es nochmal ein ganzes Stück schöner aus. Die Laterne finde ich sehr schön. Dass da so wie so ein Mülleimer angedeutet ist, finde ich auch schick gemacht. Hier vorne die Tische sind schick gemacht. Die Teilequalität ist viel, viel besser als beim Hotdog mit Mini Modular Building. Weil bei dem sind die Tische dann wieder abgefallen. Das war nicht so richtig durchdacht. Das ist hier besser gelöst. Ich finde hier auch das Dach schöner gelöst, dass man hier quasi wie so einen Aufgang hat. Und hier hinten dann wie eine Belüftungsanlage. Finde ich sehr schön gemacht. Bin ich ein Fan davon. Ich finde die Straße an und für sich hier schöner gemacht als beim Hotdog-Stand. Und dann ist es auch noch ein ganzes Stück größer. Ich lege euch die beiden mal nebeneinander. Von der Straßenkonstruktion ist es natürlich gleich. Von der Größe her, von der Grundplatte. Aber von der Standgröße her ist das ein ganzes Stück größer, auch ein ganzes Stück massiver. Hier ist sehr viel umbaute Luft dabei. Ich nehme die beiden jetzt auf jeden Fall mal zusammen, damit wir dann jetzt den ersten Teil des Straßenzugs fertig gebaut haben schon mal. Dann schauen wir nochmal, wie das zusammen aussieht, wie das passt mit der Steckverbindung, ob das alles super ist. Und dann gucken wir einfach mal, ob ich euch das empfehlen kann, was ich eigentlich auch schon als Einzelnes kann. Aber ob ich es euch als kleines Mini-Modular-Building-Straßensystem empfehlen kann, das schauen wir jetzt, wenn ich es zusammengebaut habe. Und da stehen sie nun zusammen. Ich finde es sehr schön hier vorne. Ich würde hier natürlich dann mal noch die Platten austauschen gegen graue Platten, damit es einen Fußweg gibt. Hier vorne die Kante finde ich sehr schön, dass da auch nochmal die Deko ist. Hier mit dem Hydrant, hier ein Mülleimer, hier die Laterne. Beim nächsten wäre dann wahrscheinlich hier wieder eine Deko gemacht. Ich finde es auf jeden Fall schick zusammen. Es passt gut zusammen. Es ist nahtlos. Das sieht sehr gut aus. Das ist ein richtig schöner Straßenzug, wenn man hier weiter baut und hier vorne dann vielleicht noch eine Straße ergänzt. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr eine kleine Modular Building City haben wollt und nicht hunderte Euro für eine Lego-Stadt ausgeben wollt. Dann ist nämlich auch von diesem China-Lego-Hersteller hier das eine schöne Alternative. Man braucht weniger Platz, man kann auf weniger Platz mehr darstellen und man kann auch mal selber noch was dazu bauen. Niemand sagt, dass man hier nicht noch eine Polizeistation mit eigenen Steinen dazu bauen kann. Ist alles möglich und das ist ja das Coole. Wie gesagt, gibt eine Kaufempfehlung. Ich finde nur ein was doof. Und zwar, das wird nur mit einem Pin gehalten und das macht es hier ein bisschen wackelig. Ich würde das nochmal mit.
Ich nehme also auseinander. Alles klar. Ich würde das nochmal mit zwei Pins arretieren, dass man das hier nicht so leicht auseinanderziehen kann. Dafür konnte jetzt das Set natürlich nichts. Das war eigene Dummheit, dass ich da voll dagegen gedrückt habe. So. Und wie gesagt, uneingeschränkte Kaufempfehlung für beide Häuser. Als Straßensystem auch eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Und wir können auch natürlich noch mehr davon bauen und das alles erweitern und eine kleine Stadt draus bauen. Wenn ihr da Lust drauf habt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, schreibt es in die Kommentare und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Krieg der Steine.